Fußball spielt. Das Objekt der Begierde ist der... Tja, jetzt wissen Sie Bescheid. Die Mannschaften stellen sich an der Mittellinie auf. Der Schiedsrichter bläst in seine Trillerpfeife und schon läuft das Spiel. Ein langer, hoher, nicht enden wollender Wurf in Richtung Endzone. Direkt in die Arme von Hüftschwung Smith, dem großen All-American-Star. Der dribbelt graziös mit dem Spielball zurück. Sehen Sie ihn an, er ist nicht zu halten, er ist nicht zu bremsen. Und Touchdown! Taxidermy Tech werfen einen weiten Ball. Anthropology, A&M fangen ab. Ein glatter Fehlpass. Schon haben die Taxidermys ihn wieder. Der Quarterback bellt seine Anweisungen. Der Ball ist im Spiel. Jeronimi lässt sich zurückfallen, holt weit aus und wirft den Ball wie ein Geschoss. Der Ball wird von Anthropology abgefangen. Er fliegt weiter über die 40-Yard-Marke. 30, 10 und das war's. Touchdown. Hier ist der Versuch für einen Extrapunkt. Ist er gut oder nicht? Ja, nein, ja, nein. Tja, das ist ein Fall für die Regelbücher. Die Offiziellen stecken ihre Köpfe zusammen. Sie treffen eine Entscheidung und der Spielstand am Ende der Halbzeit ist Taxidermy 7, Anthropology 12,5. Zurück auf dem Spielfeld startet die zweite Halbzeit. Das war der Kick. Der landet direkt auf Hüftschwung Smith. Die wilde Meute rast heran, aber er stürmt davon. 10, 20, 30. Er klatscht einen nach dem anderen weg. Ja, ja, und jetzt ist er durch. Fast. Jetzt wird's ein bisschen eng für ihn. Smith wird vom Spielfeld getragen. Ein schwerer Schlag für die Mannschaft. Sie versuchen, Hüftschwung Smith wiederzubeleben. Und da läuft auch schon die nächste Angriffswelle. Aber was ist das? Smith ist wieder auf den Beinen. Die Menge tobt. Jetzt ist wieder alles drin. Die Teams sind voll im Einsatz. Das Spiel geht weiter. Smith hat den Ball. Und was für ein Block. Smith steht frei, kämpft sich über die Seitenlinie. Unbeirrt stürmt er nach vorn. Aber ein Spieler der Anthropologies ist schon wieder auf den Beinen. Nur noch eine Sekunde. Und hier kommt ein Angreifer. Lauf, Smith, lauf. Er fliegt förmlich durch die Luft. Aufgepasst. Achtung. Und Schlusspfiff. Dank Smith gewinnt Taxidermy mit einem halben Punkt Vorsprung. Die Ehre gebührt natürlich dem Coach. Nur seinem glasklaren Denken und seiner weisen Besonnenheit ist es zu verdanken, dass wir heute so ein großartiges, fesselndes Spiel gesehen haben.